Heer eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. Wenn n eine natürliche Zahl verschieden von 0 ist, dann ist n mit dem Ausrufezeichen dahinter, was man Fakultät von n nennt, eine verkürzte Schreibweise für n mal n minus 1 mal n minus 2 und immer so weiter bis mal 3 mal 2 mal 1. Frage, wie viel ist dieser Bruch? Starten wir also mit diesem Bruch und es gilt folgende Überlegung. Die Fakultät von 5, das ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1. Also ist Fakultät von 5 dasselbe wie 5 mal die Fakultät von 4. Denn das ist 5 mal 4 mal 3 mal 2 mal 1, genau die Fakultät von 5. Diese Überlegung können wir sofort verallgemeinern in Fakultät von n, das ist n mal die Fakultät von n minus 1. Und genau diese Formel werden wir hier einsetzen. Die Fakultät von 12, das ist 12 mal die Fakultät von 11. Und somit können wir hier die Fakultät von 11 ausklammern. Zwischen Klammern bleibt dann 12 plus 1. Hier können wir die Fakultät von 9 ausklammern und zwischen Klammern bleibt dann 10 plus 1. Dasselbe machen wir für all diese Klammern und somit erhalten wir diesen Bruch. Wir sehen, hier steht die Fakultät von 11. Das ist eine sehr große Zahl, aber egal wie groß sie ist, sie steht auch da unten und sie multipliziert alles andere. Also können wir die wegstreichen. Dasselbe für Fakultät von 9, Fakultät von 7 und so weiter. All diese Fakultäten sind weg. Was bleibt noch? 13 mal 11 mal 9 mal 7 mal 5 mal 3. Und auch unten rechnen wir diese Differenzen aus. Somit bleibt nur noch dieser Bruch. Oben steht 11 mal 9 mal 7 mal 5 mal 3. Und dieses Produkt steht auch unten. Also können wir wieder kürzen. Es bleiben 13 Ganze, das heißt 13. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 13. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.